Gott, was haben wir gemacht? 4 Stunden! Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Funky Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es ein aktuelles SBB, Freunde. Und zwar, wir haben hier das neue, wie nennt sich das, Icon Mittelfeldspieler-Pack bekommen. Da gibt es ein Prime oder Mid-Moment Icon Mittelfeldspieler ZM, ZDM, ZOM, LM, RM, Freunde, gibt es an Position. Ich habe komplett meine Monitore angespuckt, aber ich bin mega, mega, mega gehypt. Als Gast habe ich am Start den guten alten Seko. Was geht ab? Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Wir sind gehypt. Also bei mir haben wir was Krasses gezogen, ja. Unter anderem haben wir noch ein Gewinnspiel dazu. Furki, let's go. Freunde, wenn wir bei diesem Video hier die 3000 Likes schaffen und bei Seko die 5000 Likes, verlosen wir jeweils 50 Euro. Deswegen alle mal den Like-Button auseinandernehmen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Wie gesagt, bei Seko haben wir auch was aufgenommen. Der hat, da haben wir schon gezogen, Freunde. Der Mann hat auf jeden Fall rasiert. Ich hoffe, ich rasiere jetzt auch. Ich gehe rein, Digga. Let's go. Komm. Ich habe so ein Gefühl, Digga, du wirst so ein Brasilien-Zehn, Digga. Oh, Chevron, Moments. Icon. Frankreich. ZDM. Titi. Wir haben Makelelelelele gezogen. 90? Ja. Warum hab ich nie Glück, Digga? Warum? 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 Warum, Digga? Aber egal, Freunde. Seko kauft auch Makelelele. Wir bauen ein Team und dann spielen wir gegeneinander. Let's go. Jo, Freunde. Also, ich würde mal sagen, nach einer kurzen Pause, wir legen jetzt los. Makelelele ist leider nicht gut. Aber zwei Namen habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Mal sehen, ob wir dem Seko da mal ein Dorn ins Auge stechen können. Ja, oh, sehr gut, Furki. Und zwar auf der linken Seite, den habe ich letzte Woche gezogen. Das ist der Harvey Barnes. Ja. Okay. Und vorne haben wir den Vardy dann. Danke. Ah, ich habe MAP und Neymar aufgeschrieben. Das heißt, du kannst beide behalten. Dann mache ich mal weiter. Bei mir im rechten ZM, Makelelele, weißt du ja, ja. Im rechten Sturm habe ich eine Headliner 91er-Karte. Und zwar Erling Haaland. Und im rechten Mittelfeld ist Sancho What If Plus. Ich würde natürlich behalten. Und ja, zwar Mbappé und Di Maria. Nice, Freunde. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der zweiten Runde, ne? Ist doch die zweite Runde jetzt. Let's go. So, Jungs, dann machen wir weiter. Zweite Runde. Ja. Die drei Namen haben wir aufgeschrieben. Let's go, mein Freund. Also unmöglich, dass du eigentlich jemanden snipest. Ich bin ziemlich sicher, dass du es nicht schaffen wirst. Und zwar habe ich im linken Sturm Paulo Dybala 91 am Start. Im linken ZM Arturo Vidal Food Birthday. Und im linken Mittelfeld Chiesa Team of the Season. Ja, alle drei raus. Was? Laber kein Scheiß. Neymar, Mbappé und Rafinha. Ich schwör's, ich hatte so Angst, Digga. Ich hatte so Angst. Du bist krank, Walla. So, let's go. Wir machen weiter. Ich bin krank, das weiß Freunde, ich nicht. So. Du müsst die Folge unbedingt bei Seko abchecken. Deswegen, also, dann wisst ihr, warum ich gerade so reagiert habe. So, vor dem Sturm habe ich den Mbappé. Ja, ich muss noch seine Positionskarte geben. Leider habe ich es jetzt vergessen. Beziehungsweise. Hä, wie kommt der Wadi auf Fu? Ah, Barnes ist Latest, oder was? Schade, Fuki. Nkunku in der Mitte und dann auf der rechten Seite. Ja, der kann auch Finesse-Schüsse, das kennst du ja, die kennst du ja, die Maria, Angel. Ah, ich habe Jesus, Mahrez und Gündogan aufgeschrieben. Digga, was sagst du zu Gündogan Saison bis hierhin? Wer spielt zurzeit, meinst du? Ja. Geisteskrank natürlich, ne? Ja. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir weiter. Oder? Ja. So, Freunde, die nächsten beiden Namen. Ich hoffe doch mal, dass ich hier so langsam mal das Glück auf meiner Seite habe. Ja, also Rechtsverteidigung bin ich mir noch nicht sicher. Es kann sein, dass ich den noch wechsle, tatsächlich. Aber auf der linken Seite, ja, mein Freund, da haben wir den Chilwell am Start. Und auf der rechten Seite, weiß ich, ob ich den nehmen soll. Ja, komm, Klaus. Ich habe Luke Shaw und Florenzi aufgeschrieben, Alter. Bei Luke Shaw war ich sogar dran. Ich wusste, du wirst da in der Liga richtig noch bleiben. Schade. Richtig schade. Und richtig. Da mache ich mal weiter. Also, linker Verteidiger bei mir. Also, wenn du den gesniped hast, Bruder, offiziell 500 Euro Verlosung. Jetzt. Jetzt in den Chat, Digga. Inshallah. Und das ist Grimaldo 87. Und Rechtsverteidiger ist der gute Herr Mukiele Team of the Season. Ja, du kennst mich ja. Die Außenverteidiger liebe ich. Die 500 Euro kannst du jetzt schon verlosen. Was müssen die Zuschauer machen?
abonnieren, liken, folgen, auf die Knie gehen. Spaß, was? Wenn, dann du musst auf die Knie gehen. Aber auf jeden Fall, Sandro habe ich und Mukiele. Ja, die Außenverteidiger sind ja mein Ding, weißt du. Ey, aber jetzt mal ehrlich, ne? Mukiele habe ich mittlerweile so, ich habe den schon gar nicht mehr verkauft, weil ich wollte den einmal spielen seit 4 ja. SPBs und du snipest ihn jedes Mal raus. Also, was hast du eigentlich gegen ihn? Wir machen so, beim nächsten Mal schreibe ich ihn nicht auf, okay? Okay, super, danke, Digga. Wäre ziemlich schnell, also einmal würde ich ihn eigentlich schon spielen, so muss ich sagen. Kein Problem, kein Problem. Danke, 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 okay. Keine. Dann, Freunde, letzten 3 Positionen, let's go. Jungs, du mir jetzt letzte Runde. Ich kann jemanden snipen und zwar, das ist, glaube ich, dein linker Innenverteidiger. Ja, da gab es tatsächlich genau 2 Möglichkeiten und zwar einmal Puyol oder Hierro. 50-50 Sache. Ich bin natürlich mit Puyol gegangen, ja. Im rechten Innenverteidigerposition hatte ich Fofana Team of the Season und im Tor Ederson Team of the Season. Ah, okay. Und zwar, ich habe Upamecano und Gulasch aufgeschrieben, weil du schon 3 Ligen hast, ne? Und Puyol habe ich getroffen. Ja, ich habe aber nicht Puyol, sondern ich habe natürlich Hierro. Nein, kann nein. Ich Hierro natürlich behalten, Freunde. Das war ein guter Call. Ich wusste, du wirst mit Puyol gehen, Digga. Ah, Mann, du hattest doch Puyol Moments, glaube ich, ja. Damals. Stark, Furki, Junge. So, ich schreibe mal Seko ein, Freunde. Seko ist Full Team, ne? Ja, der Junge ist so lost, ne? Ach so, oh, okay, sorry, Freunde. Also mit 8 Mann kann ich nicht spielen, weißt du, ich brauche 11 Männer hier. Okay, dann auf geht's, hier, komm. So, gucken wir mal, was ich hier überhaupt gekauft habe, beziehungsweise was ich im Verein habe. Da sehe ich ein paar Bronze-Spieler, Kapi. Und zwar Konate, Upamecano. Okay, sag mal. Gulaschi. Ich wusste es, aber ich hab gechoked, Alter. Laporte, Niakate und Lloré habe ich aufgeschrieben. Ai. Ich dachte naja, jetzt, Freunde, du hast schon alle 3 hier. Ach komm. Dann lade ich mal den guten Seko ein, Freunde. Und dann kriegt er mal seine Abreibung, Freunde, wie man es kennt, ne? So, meine Damen und Herren. Ja, also das wird jetzt hier auf jeden Fall ein hartes, eine harte Sache, Freunde. Ich hatte mich ja damals vor sehr langer Zeit als Kommentator, ich hatte euch das ja mal im Stream gesagt, wollte ich ja mal machen und das war dann jetzt erstmal mein Job, Social Media Bereich bisschen aufpeppen, aber Haalands Job ist auf jeden Fall Tore schießen, 1-0. Das Ding ist halt, dass der Ball da dorthin ankommt, schon lächerlich. Ja? Ach komm. Ey. Oh, Digga, come on, Alter. Das war so gut. Das war überragend. Erling. Keiner versteht. Paolo. Paolo Dybala! Oha. Oh, was war das für ein Tor? Was war das für ein Tor? Sicko, was war das für ein Tor? Sag mal. Was war das für eine Rakete, Digga? Wir haben kurz nach Dings in Weltall geschossen, so eine Rakete. So ein Fehler wird nicht bestraft, Mann. Elfmeter. Ja. Das ist eigentlich rot, Dicker, ne? Das ist eigentlich rot, Dicker. Warum wurde ich auf Torwart raus wie ein Gestörter? Ich dachte, jeder ist so ein Klärt schon, aber ich halte den eh von. Keine Sorge. Ich mach Lupfer. Bleib. Heide. Warte, ich schieße mit. Wer kann die überhaupt schießen, die Maria? Hier. Lupfer. Man muss mitnehmen, Dicker. Man muss die Tore hier mitnehmen, dir. Genau. Oder Ederson. Niemals da drin. Oh mein Gott, Bruder, ja, Wadi. Die Leute kriegen schon Angst, Bruder, wenn Ederson da ankommt. Ja, Digga. Guck mal jetzt. Nein, das ist kein Abseits. Nein. Nein. Digga. Nein. Du bist so schlecht, Wadi. King Ederson. Geh mal wieder Zigaretten rauchen, Alter. Gegen Ederson geht nix. Stark. Was? Nicht drin? Ich hab den drin gesehen, Bruder. Chiesa, nerv den Chiesa. Was ist los mit dir? Was für ein Pass, du Dreckiger. Er meint Zabber. Oh! Schiri, lass doch noch einen laufen, Junge. Du hast doch der hat allein in der Nachspielzeit 2 Stunden hier Zeit gehalten, Alter. Zeit gehalten, ja moin. Freunde! Zeit gehalten. 2 Discards, also auf jeden Fall eine sehr loste Folge, so viel steht fest, sehr komische Folge, aber wir haben auf jeden Fall 2 Discards am Start, Seko hat, glaube ich, hoffe ich mal ein teures Team gebaut, ich habe jetzt gar nicht das Ganze kontrolliert und dann hauen wir den Seko mal kurz 2 Spieler weg, bis gleich.
So, Freunde, also, der gute Seko hat umgestellt, ja. Ich würde mal sagen, zwei Discards haben wir am Start. 4-4-2 mal wieder. Ich habe euch unter der letzten Folge geschrieben, schreibt, liked die Position hoch, die ich snipen soll. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Schade. Ihr könnt das noch einmal machen, dann werde ich versuchen, bei der nächsten Folge sich wieder zu nehmen. Aber natürlich nicht bei der nächsten Folge mit Seko, weil das wäre dumm. Schade. Ja. Stattdessen, Freunde, gefühlt in meinem Kopf lange nicht mehr genommen, nehmen wir einmal die Torwartposition. Und ich würde mal sagen, Abwechslung gehen wir mal auf die linke Seite, linkes Mittelfeld. Also, ich sag mal so, einerseits, es tut schon weh, das ist eine Red Player Pick, Nkunku, den kann ich mir, also ich krieg den nicht mehr leider. Okay. Und mein Freund, Digga, du hast den Klaus getroffen. Und du weißt, Klaus ist Legend hier auf meinem Kanal. Ist das ein Inform, Klaus? Wer ist das? Ja, Bruder, du kennst Klaus nicht. Natürlich, du kennst auch Klaus. Nein, Digga, ich kenn Klaus nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein Inform? Ja. Okay, dann kannst du die einfach ganz normal discarden. Musst die auch nicht in der SBC machen, weil roten Player-Pick kriegst du eh nicht zurück. Würde ich sagen, Freunde. Und ja, das war's dann mit dem SBB. Irgendwas war komisch an diesem SBB. Ich weiß zwar noch nicht, was. Wenn ihr in den Kommentaren seid, Freunde, schreibt das mal rein. Vielleicht lag das daran, wir haben das so gemacht, Freunde, dass ich das Pack vor Iftar geöffnet habe mit Seko. Und nach Iftar haben wir dann die Teams gebaut und so weiter und so fort. Irgendwie hat sich das heute komisch angefühlt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt das Video bei Seko ab. Und dann Furki, ich habe eine Frage. Ja? Wenn man fastet, ne? Ja. Darf man nichts trinken und nichts essen? Halt's Maul. Haut rein. Ciao, ciao.